Wunderschönen guten Morgen. 25. Ich wusste nicht, dass ihr noch da seid. Ich wusste nicht, dass diese Kamera nachläuft. Wunderschönen guten Morgen. Das machen wir noch einen Tag, oder? Ich habe gerade meinen Schreibtisch im Umbau und diesen magnetischen Stand mitgebracht. Und zwar versuche ich den gerade hier an meinem Schreibtisch zu befestigen. Der ist mein neuer iPad-Stand. Das ist der X36, so nennt sich der. Und der ist extrem nett verarbeitet. Der sieht so auf der Rückseite aus und der klemmt sich an euren Schreibtisch und hält ein iPad in verschiedenen Größen. Also diesen Stand gibt es für iPads in verschiedenen Größen. Natürlich magnetisch. Ich kann das auch gerne demonstrieren. Ich habe hier zufällig so ein iPad liegen. Man klickt das einfach hier hinten an und dann hält das. Dann hält das an diesem Stand und lässt sich in verschiedene Formate drehen und wenden und ist sehr minimalistisch, muss ich sagen. Das gefällt mir an diesem Stand. Der lässt sich sehr klein zusammenklappen dann doch mit dieser sehr netten Halterung, die sich einfach als, also die ist sehr gut verarbeitet. Die ist, und das macht, glaube ich, bei diesen Stands den größten Unterschied. Es gibt die preiswerter, aber es gibt die halt auch in schlecht verarbeitet. Und das ist hier so einer, der auf der Premium-Seite gelandet ist. Weil der, also ich habe mich zuerst gewundert, ob es irgendeinen Schalter gibt, um diese Elemente hier auseinanderzufahren. Gibt es nicht. Der ist einfach nur sehr, sehr, wie soll man sagen, steif, um halt nicht zu wackeln. Um halt die Bedienung des iPads, die Touch-Bedienung, möglich zu machen. Das ist so Stahl, so ernsthaft gut verarbeitet und wackelt halt nicht. Und ich kann ihn halt dazu benutzen, um das iPad auf die Tischhöhe zu bringen, um beispielsweise irgendwie zu schreiben oder irgendwas zu zeichnen, was mir so gar nicht liegt. Oder ich kann ihn halt auf Höhe meines Displays bringen, was so hier ist ungefähr. Und dann habe ich ihn so auf gleicher Augenhöhe wie mein Studio-Display, woran das iPad hängt, und kann die beide gleichzeitig benutzen. Das ist ein sehr netter Stand, der ich gerade ausgepackt habe. Also die Packung steht zufällig noch da. Und ich finde ihn sehr schön verarbeitet. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen was drüber machen, weil der sieht sehr exzellent aus, muss ich sagen. Und ich freue mich, das iPad dann darin in den nächsten Tagen, im nächsten Jahr benutzen zu können. Jetzt ist aber Schluss hier an dieser Stelle. So ernsthaft. Macht euch einen schönen 25. Dezember.